Alle Kinder werden vorm Abgrund stehen, nur nicht Peter, der geht noch ein paar Meter. Ich bin schon gespannt auf eine gute Punchline. Oder hast du wieder keine? Als ich deine Quali gehört habe, dachte ich sofort an TJ. Keine Punchlines und die Vergleiche sind auch geil. Dein Humor ist wie mein Flow. Irgendwo im Nirgendwo. Also versuch mich auch witzig zu machen. Sonst kriegst du einen rechten Haar. Wozu brauchst du eine Winterjacke? Du hast doch sowieso einen Speckmantel. Du hast lange gebraucht, um ein Video zu machen. Was also kannst du in einer Woche schaffen? Erzählst du deine Mutterwitze, während ich deine ficke? Oder vergleichst du dich mit einer Planflötenband, während deine Harnröhre brennt? Dafür kriegst du was auf die Fresse, wie in einem Kung-Fu-Battle. Du bist nicht witzig, die rennen ruhig weg, ich krieg dich. Ich hab ne gute Chance, die Runde zu gewinnen. Denn während du den Text schreibst, werde ich dich umbringen. Was macht der Peter TG? Er sagt, mein Flo tut in den Ohren weh. Doch was stört mich das, wenn sein Traum entfällt? Ich brauch weder Technik noch Flo. Ich schlag dich mit Fäusten K.O. Du rappst dabei, kannst du es gar nicht. Das ist wie Pinguin sein und tun, als sei man ein Kran. Während alle die Aussage der Hoch begreifen, sag ich sie auf eine einfache Art und Weise. Du bist scheiße. Ja, hier reitern wieder Flo wie, keine Ahnung, wie ein Rasenmäher. Ja.